Leute und herzlich willkommen zu der Bienenbusel-Challenge mit dem guten Marell. So, ja, Bienenbusel gibt es ja schon im Internet ganz viele Videos, da habe ich mir gedacht, das machen wir auch mal. Deswegen fangen wir mal an. Sorten sind stinkende Socke, Tutti Frutti, gemähtes Gras, Limone, faules Ei, sehr geil, Butterpopcorn, Zahnpasta, drei Beeren, erbrochenes Pfirsich, Hundefutter, Schokoladenpudding, Nasenpuppel, saftige Birne, Wellgewinden und Kokosnuss. Ich würde sagen, du fängst an. Nee. Doch, du fängst an. Fang an. Was ist das? Gelb, ne? Das ist gelb. Faules Ei oder Butterpopcorn. Riesig, nichts. Gut, Nummer. Das ist so. Was war das? Faules Ei, ne? Aber hallo. Boah. Okay. Ich hab grün gefrühtes Gras. Ich hab Gras, schmeckt eigentlich ganz gut, glaube ich. Das schmeckt so, als wenn du Rasen gemäht hättest und es da riechst. Oh, okay, das ist auch nur stinkende Socke. Nee, okay, das ja, stinkende Socke, stinkende Socke oder Tutti Frutti. Oh. Guten Appetit. Ah, Tutti Frutti. Okay, gut. Glück, ja. Oh nee, ich habe jetzt auch faules Ei oder. Guck mal, ich bin gespannt. Ich hoffe, ich habe faules Ei. Aber nee, ich will gar nicht. Nee. Da muss ich lecker mal drauf. Boah, Junge. Ah. Nee, ich muss was trinken. Das ist hier an der Zunge der Geschmack. Boah, Sorry, raus das Zeug. Nee. Ich hab gedacht, das ist kein Problem, dass man das so runterschlucken kann, aber. Das kannst du. Orangenschüssel, halt, ne? Erbrochenes oder Pfirsich? Ja, guten Appetit. Hier, die musst du nicht mehr. Erbrochenes, hast du richtig noch Klumpen drin. Na gut, versuchen wir es mal, ne? War das schlimmer als das Erbrochene? Weil das Ei schmeckt es immer noch. Aber erzähl mal, wie hat das denn geschmeckt? Schlimmer als das Ei. Hat man da so eine Note Erbrochenes rausgeschmeckt? Aua, Alter. Okay, das ist, wie man ich hab das jetzt. Aufstellt. Also, auch so, wenn man aufbricht, ja. Ja. Ich habe jetzt weiß, das wäre Babywind, da bin ich auch mal gespannt. Und Kokosnuss. Du musst es jetzt wissen. Ne, Kokosnuss. Ich habe wieder weiß Babywindeln oder Socken. Babywindeln. Ja, das ist auch. Weiß nie Babywindeln. Oder Socken. Oder Kokosnuss. Jetzt habe ich, glaube ich, Babywindeln. Das schmeckt wie Creme irgendwie. Okay. Als wenn du dir deine Lippe einschmierst und dann dran leckst. Also ist das aber auch okay. So. Kann man essen. Nasenpopel oder saftige Birne? So Nasenpopel. Sollte das nochmal? Popel oder? Ich hab keine Ahnung. Saftige Birne. Also nach Birne schmeckt auf jeden Fall nicht. Wenn der saftiger Popel ist, der schmeckt auf jeden Fall besser als Oh, Gras. Gras oder? Das war die. Gras oder Gras, würde ich sagen, ja. Gras oder Limette sind die hellgrün hier. Kann man essen, ne? Ja. Ist gar nicht so schlimm, oder? Oh nee! Was ist das? Ja, oh nein, ey, bitte nicht! Nee, nee, das ist Socke. Ist nicht Kotze. Achso, ja, stimmt. Ne, tut die Frucht, würde ich sagen. Es sei denn, die Socke schmeckt ein bisschen frucht. Nee, tut die Frucht. Ja, jetzt kommt's. Erbrochenes jetzt. Oder. Oh.
Komm, ich nehme das mit den dicken Stücken hier. Boah, Junge! Boah! Ekelhaft! Ne! Boah! Das hängt auch nicht. Ich frage mich auf. Boah, nee! Das bleibt ja voll drin! Aber wie kriegen die den Geschmack hin? Ja, ich frage mich auch gerade. Da gibt's so einen Typ. Oh ja! Das schmeckt geil! Das nehmen wir jetzt Erbrochenes! Boah, Junge, das ist. Das ist irgendwie gammelig, das ist noch gammeliger als das Ei. Also ich finde bis jetzt, boah Junge, ist das abartig. Hör mal. Nee. Wenn du das Spiel gemacht hast, dann kannst du nicht mehr rausgehen. Da ist der Mund voll, die hier alles heißt. Ja, das ist ein Horrorspiel. Das war jetzt auch nicht angenehm, aber... Stinkende Socke hatte ich noch nicht. Stinkende Socke hast du ausgespuckt, ne? Ja. Okay. Dass du denn stehst drauf. Ich kann jetzt gerade echt nicht sagen, was das ist, weil ich habe noch ein bisschen Kotze geschmackt. Ich würde aber mal behaupten, so vom bitteren Nachgeschmack, dass das stinkende Socke ist. Ich glaube, stinkende Socke, ich bin mir nicht sicher. Die Kotze hat meine Geschmacksnerven zerfetzt. Gut, ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt von jeder Sorte nochmal einen raus. Dann probieren wir die nochmal und dann ist Schicht im Schacht, oder? Aber so im Nachhinein schmeckt das doch schon ein bisschen eklig. Die Dinger. Boah, bitte nicht, trau ich gar nicht drauf zu beißen. Gammeliges Ei, ey. Ne, ich will nicht. Warte. Ne. Boah, ne. Boah, Junge, ey. Wer frisst was? Da muss dir so einen Tester geben, Alter. Ja, lach nicht, du bist auch noch da mit gammeligen Ei. Boah, Junge, du musst doch nach so einem Mund schießen, ne? Das stinkt so, das Zeug. Boah, kurz gleich, ich hab auch einen Geruch, Alter. Boah. Oh, du kannst ja nicht mehr rausgehen, irgendwelche Leute ansprechen, die fallen ja auch um. Die denken auch, was hat der Junge da gemacht, hat die gerade gebrochen oder was? Lache kommt dann alles wieder hoch, der ganze Gestank. Oh. Oh, Junge, ist das abartig? Okay, jetzt. Oh, Joker, Zahnpasta oder drei? Ich hab Zahnpasta. Das ist geil, das vergab mit dem Ei. Oh nee, die Kotze, Alter. Vor allem, ich hab gelacht, da kam der Gestank. Ich hab da nur echt. Warte. Ich hab da nur ekelhaft. Ich hab da nur einmal reingebissen und der Gestank, du weißt sofort. Oh nee. Ich weiß das gerade nicht, was es ist. Boah, nee, Kotze. Boah, ekelhaft. Boah, das ist noch schlimmer durch die Zahnpasta. Scheiße. Boah, Junge! Jetzt nach Kotze haben wir echt nichts Schlimmes mehr. Gegen Hundefutter wird eigentlich ganz gut schmecken. Boah, Eva! Okay, Hundefutter oder Schokoladenpudding? War ich denn auch noch so Kotzgeschmack geworden? Ja, sag nicht. Ich glaube gar nicht, weil der doch so rumkommt. Nee, so ein Hundefutter ist auch ekelhaft. Boah, Junge, das schmeckt echt wie Hundeknochen und bloß nur mal. Oh, nee. Ekeliger. Oh, Chicken. Boah. Ey, wenn du redest, ne? Kommt der ganze Muff raus und du atmest ihn ja direkt wieder ein. Aber ich habe immer noch diesen Kotze-Geschmack im Maul. Du kannst eigentlich gar nicht mehr weiterspielen. Das ist so abartig. Ich will gar nicht reden mehr. Boah, das stinkt halt einfach nur noch. Ich will den Brot nicht essen. Das
macht echt keinen Spaß. Kauft euch das Spiel. Ein Spaß für die ganze Familie. Gut, jetzt. Ich probiere nochmal. Boah, ich will eigentlich nicht, aber ich probiere nochmal. Ich will Schokopudding wissen, wie das schmeckt. Boah, ich glaube, das ist Hundefutter. Ich merke das schon. Schokoladenpudding? Ich weiß es nicht. Schokoladenpudding ist voll geil. Als wenn du so richtig reinlöffelst und so einen dicken Löffel Schokolade. Ja, das ist nämlich ein dicker Löffel Hundefutter. Kann vielleicht sein. Also ich würde nochmal einen Braun probieren. Schokopudding lohnt sich echt. Ja, ich krieg Hundefutter. Nee, Schokopudding. Weil ich habe jetzt schon. Du hast ein Hundefutter, ich habe ein Hundefutter, da kann nur noch Schokopudding drin sein. Schokopudding. Du musst gucken, Schokopudding ist der hier. Du musst das ganze Blatt schreiben. Ja, hier, hier. Steht Schokopudding drauf. Hier? Ja. Ja, das. Ich sehe das an. Ich habe das gesehen, steht Schokopudding drauf. Mit unsichtbarer Schrift. Doch, da steht. Schokopudding. Ja. Ich hab Hundefutter. Nein, Schokopudding, das brauchen wir. Boah, ich darf nicht reden, das kommt aus dem Maul aus der Gestank. Das ist widerlich. Also, weißt du, ja. Heute? Ich wollte sagen, weißt du, heute kannst du mal noch Hundefutter kaufen. Ja, ich würde sagen, klare Kaufempfehlung, ein Spiel für die ganze Familie, für groß und klein. Und ja, geil. Ich glaube, ich kaufe nur noch die Sorten Faules Hai und Kotze, die haben am besten geschmeckt. Und Hundefutter. Ja, Marcel, dann machst du dir so eine Schüssel fertig und wenn der Besuch kommt, bietest du den Jelly Beans an. Das ist lecker, lecker. Probiert mal leckere Jelly Beans.